Ich fühle mich aufgeschmissen, weißt du, wie ich meine, Mann? Alles ist unordentlich bei mir, weißt du, wie ich meine? Deswegen wollte ich dich fragen, ob du meine Putzfrau sein willst. Ey, yo, was soll denn das? Ich gebe dir einen Job. Ey, entspann dich, Alter. Ich versuche dir ein Jobangebot zu machen, du willst mich schlagen? Ich mach den Job, Junge! Du hast doch gesagt, du machst mehrere Jobs. Nee, aber doch nicht sowas. Warum nicht? Wie nicht? Eine dreckig, Junge, so zwei verkackte Hände, sucht dir eine andere. Das mache ich nicht. Warum nicht? Dicke Scheiße, nein. Mein Gott. Ich dachte hier, das ist, wird jetzt sonst was, aber das hätte ich nicht erwartet. Du spielst mit deinem Leben. Ich? Mit meinem Leben? Anscheinend schon, jetzt, ab jetzt. Mhm. Hast du Seepferdchen gemacht? Ja, du? Ja? Ja, aber nur Bronze. Ich kann nicht gut tauchen. Tauchen kannst du nicht? Wie sieht jetzt aus? Ja. So, yo! Oh, yo! Nein, nein, nein. Wolltest du mich abziehen, willst du das ganze Geld wieder? Das vergesse ich nicht. Das war ein Witz, Mann. Das war ein Witz. Habe ich das Geld verlangt danach? Ich habe doch gesagt, wir machen einen Neuanfang. Ich glaube, ja, okay. Du bist echt hartnäckig. Eigentlich befasse ich mich nur mit guten Menschen um. Mein Umfeld, das muss clean bleiben. Ich bin ein guter Mensch, vertrau mir. Du wolltest eine Putzfrau. Du wolltest mich als Putzfrau haben. Bin ich dir so wenig wert als Putzfrau? Wo schwimmst du hin, du Schwanz? Wo schwimmst du? Du kannst ja mein Putzmann sein. Wie wär's denn damit? Putzmann? Wenn ich deine Unterhosen wegräumen darf und daran riechen darf, dann ja. Ja, meinetwegen. Solange du die aufräumst. Ich lade dich ein zum Essen, für ein Date. Wann bin ich gerade essen? Wir wollen gar nicht essen, Alter. Ja, aber, Mann, du führst mich jetzt so irre. Ich glaube, ich bin nur so ein Zeitvertreib, das mag ich nicht. Was? Ich bin doch hier nur so ein Zeitvertreib, das mag ich nicht. Was denkst du, was ich mit dir mache, du Dummkopf? Ich treffe dich hier heute zum ersten Mal. Wie schwimmst du? Wie schwimme ich? Wie ein normaler Mensch? Komm in falsche Richtung. Mein Gott. Oder? Also, Phoebus. Ja? Erzähl mal, was sind so deine Ziele? Ziele verrate ich nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich habe viele Pfade offen. Entweder ich suche mir jetzt eine ordentliche Arbeit, Familie, irgendwas. Mal gucken. Vertraust du mir eigentlich? Noch nicht. Warum? Weißt du warum? Weil du mich immer ein bisschen veräppelst. Ich veräpple dich? Ja. Ja, das ist mein Humor. Ich veräpple jeden, weißt du? Phoebus. Nein! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, Digga. Hilfe! Oh mein Gott, sie hat so in mein Ohr geschrien, Alter. Oh mein Gott, sie kann nicht schwimmen, glaube ich. Nein, ich schaff's nicht. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum kann sie auch nicht schwimmen? Ist sie scheiße? Warum läufst du so, als hätten wir eine Nacht miteinander gehabt? Ich weiß nicht, so weit. Nee, ich weiß nicht. Mein Arm ist noch ein bisschen. Tut weh, ich weiß nicht von was, aber es tut weh. Ja, die hätte so weit hochziehen müssen danach. Hm, was? Oh, sorry. Oh! Was? Big Sosa! Ist sie dumm? Oh nein! Ey, mein kaputter Arm ist irgendwie ein Schiff. Okay, warte, alles gut. Hä? Okay. Warum läufst du eigentlich so? Jetzt setzt du einen Schwanz im Arsch. Bist du neidisch? Ach, scheiß auf dich. Also, willst du bei mir einziehen? Aber nicht als Putzfrau. Nein, nicht als Putzfrau. Ich lebe einfach bei dir dann. Mhm. Ja? Auf gar keinen Fall. Okay. Muss halt weiter auf der Straße leben. Ich würde nicht bei dir einziehen. Alles gut. Nein, Spaß, du kannst bei mir einziehen. Nein, ich glaub dir gar nicht mehr, was du sagst. Doch, das ist ein Witz. Das ist mein Humor. Das ist dein Scheißhumor? Darauf kacke ich. Du machst damit dir so ein unglaubwürdiges Wesen, weißt du? Guck mal, oh mein Gott. Also, Das ist nicht dein Haus? Doch, das ist mein Haus. Die wohnen hier zur Miete. Quatsch nicht. Also, hier links ist meine Küche. Das Haus ist hässlich, ich kenne das schon. So, hier rechts ist mein Fernseher. Ab und zu spiele ich noch Piano. Oder wie man das so Ding auch nennt, Klavier, genau. So, das ist meine riesen Lobby. Ja. Okay. Ja, wer seid ihr? Ja, was geht ab, Jungs? Also, das ist meine Freundin Phoebus. Freund und wer ist jetzt die Nutte? Du oder sie? Also, Sengs Mutter. Ach, der labert. Sengs. Du musst sagen, ich bin kein Freund der Gewalt. Aber dieser kleine Hosenscheißer mit seinem... Warte mal, er hat doch vorher meine Mutter beleidigt. Nein, ich habe deine Schwester beleidigt, nicht deine Mutter. Ja, Schwester, Mutter ist beides Familie. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ey, aber ich glaube, meine... Ey, wechsel mal deine scheiß Unterhose, weil ich stink nach Kaka. Verdammte Scheiße, du siehst so aus, als wärst du in Elefantenscheiße gefallen. Was willst du mir erzählen, Jürgen? Nein, das hast du schon mehrmals gesagt. Lass mich raten, die hast du auch meine Mutter gefickt? Ah nein, die hast meine Schwester gefickt. Hier habe ich deine Schwester gefickt, ja, war klar, Alter, du bist so innovativ wie ein Und zwar in jeder Drecksposition. Die Dreckige. Wirklich, die soll sich mal wieder rasieren, die Eklige. Darf ich nicht sagen, dass ich so zu seiner Mutter ja auch hier gefickt habe?
Der Unterschied ist, ich habe deine Mutter hier gefickt und sie hat währenddessen gekocht, Alter, die kleine Nutte. Ja, aber ehrlich, wie findest du uns beide so als Paar? Glaubst du, wir passen zusammen? Auf jeden Fall. Ihr seid beide Hackfressen, so, ihr habt beide große Fressen, so wirklich so. Du nicht, oder was? Ey, halt mal dein Maul. Wir haben beide deinen Vater gefickt. Warte, du auf, Jibus? Ja, wenn schon, denn schon, oder? Das ist eklig, sag ich euch. Wir hatten Dreier zusammen, Mann. Ich habe 69 mit deinem Vater gemacht und Phoebus hat sich mit sich selber gemacht. Du hattest den Schwanz und die Eier und das Arsch in der Fresse? Und währenddessen hat Phoebus es mit deiner Mutter gemacht. Das Arsch! Das Arsch, Isha! Das Arsch? Ihr habt mich auseinandergenommen. Ihr seid so eklig, ich schwör's dir. Ey, wie soll ich so, dass die Pommes so schlimm. Ey, ihr habt mich auseinandergenommen. Ah, auch ganz wichtiger Raum hier. Hier haben wir Badezimmer. Da habe ich auch deine Mutter gefickt. Ich hab doch deinen Vater. Weißt du, wo ich deine Mutter gefickt habe? Sie war mit dem Kopf in der Waschmaschine, du Hundesohn. Ey, die Karre ist next level shit, Alter. Ja, gönn dir. Überleg mal, Alter, ich lass mir von deiner Mutter in deiner Karre einblasen, du Hundesohn. Oh, der Abgang war ein bisschen beschissen, ne? Der Abgang ist beschissen gelaufen. Sehr unangenehm. Scheiße. Das war ehrlich. Oh. Ich hab gehört, irgendein Butzbach hat. No. Ach du Scheiße. Ey, yo, ich hab aus Versehen einen Typen von dir überfahren. Yo, dann bring ihn sofort zum Arzt, Mann, sonst reißt dir deinen Arsch auf. Der liegt da unten auf der Straße, ne? Hau rein, ich hab noch einen Termin, ich muss deine Mutter knattern. Ich hab gehört, irgendein Butzbach hat Crush auf dich. Ja, er hat mich dann wieder angerufen. Was machen wir jetzt? Sag du, wohin willst du? Nee, ich weiß nicht. Hast du irgendwelche Ideen, Mann? Ja. Ich bin gerade erst aufgewacht. Ja, dann lass das mit zum Pier oder so wegen essen. Und sonst, wie geht's? Mir geht's bestens. Ja, schön, schön. Arme. Ja, krass, auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass du so, sowas so bist. Von der Art und Weise, dass du mich jetzt hier... Von der Art und Weise? ...für Geld umknallst. Aber ich hab drüben über weggesehen. Alles gut. Naja, ich dachte, weil der hat so gemeint, ja, komm, ich... Ja, weißt du was? Die meinten alle, du bist dafür bekannt, dass du ein bisschen nervst und so. Ja, du machst dann... dich auch an jeder ran und die haben gemeint, da musst du vorsichtig Ach, sein. Das ist das Thema mit dem Stein auf den Weg legen. Das sind irgendwelche Wichser, die ich nicht mal kenne, Mann. Wer ist dieser Orlando? Orlando ist eine Hundefuttermarke bei Lidl. Was soll er mir erzählen, Mann? Ja, ist zum Glück Butzbach, Mann. Also ich heiße nicht wie so eine Hundemarke. Naja, und warum schwebt hinten ein Handy aus dem Kofferraum? Das ist ein krasser Wagen, Alter, auf jeden Fall. Hey, kennst du das nicht? Das ist hinten mein Navi. Boah, Alter, was hast du gerade eingegeben mit dem Navi? Neue Route, wo wir hinfahren. Ja, wo fahren wir jetzt hin? Ja, was geht ab, Babe? Die meine an. Hält das sogar mein Hoodie. Hörst du mich, Kollege? Ja, yeah, hallo? Was kann ich tun? Chillst du mit meiner Freundin, Mann? Ich chill mit deiner Freundin? Ja, yeah, Mann. Ja, und jetzt? Was soll passieren? Ich wollte einfach nur mit der reden, hä? Wenn sie mich hier hinfährt und mit mir reden möchte, musst du auf deine Freundin aufpassen. Ja, hab ich dich nicht schon mal gefickt? Wie bitte? Warte mal, ich hab dich schon mal gefickt. Hör mal zu, Kollege. Ich hab dir mal den Arsch gerettet, Mann. Ich hab mal auf deine Seite gestanden, hab dir geholfen. Weißt du noch, im Tonstudio? Ah. Ja, da hast du auf einmal die Waffe gezogen und ich hab dir geholfen in dem Fall. Der Versager! Hey, Kollege. Von Young and Homeless. Young and Homeless? Verdammte Scheiße. Scheiße mal auf die. Ja, du hast schon recht, Mann. Du weißt ganz... Ja, du hast... Okay, ja, du hast schon recht, Mann. Was verstehe ich jetzt nicht genau? Wenn ich will, fick ich dich, Hose, Mann. Nur weil du irgendeine Baggy-Jeans trägst, Mann? Warte mal, was ist das überhaupt für eine Hose, Mann? Was ist das dein... Was ist dein Lätzchen, Mann? Was willst du mir erzählen, Harvey, mit deiner Anzugshose? Du chillst jeden Tag am Würfelpark und denkst mit Anzugshose und verfickt nochmal Anzugsschuhen, Alter. Nee, ich hab wenigstens kein Lätzchen an der Hose kleben. Ja, das ist das Lätzchen, was deine Mutter braucht, damit sie weiß, wo sie blasen soll. Mein dicken Backen war ich zwischen deiner Moms Titten, ja? Hab ordentlich mal durchgeblubbert. Ja, einmal durchgewuschelt. Und jetzt? Ich scheiß auf dich und deine Mom. Ey, yo, hör mir zu, Mann. Irgendwie mag ich dich auch ein bisschen. Ich weiß nicht. Ja, ich steh nicht so auf Dreieck. Ja, ich auch nicht, Mann. Okay, und jetzt? Ich hau dich um. Oha, aua, hau mich nicht um, mein Lieber. Was hau ich dich nämlich um? Ja. Jungs, das müsst ihr doch jetzt nicht so...
Ja, Heide. Hat mir einen Schlagring? Woher hat er einen Schlagring? Seit wann gibt's Schlagringe? Hä?